Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Witcher 3, sind hier in Novigrad und vor Triss Haus. Das heißt, natürlich nicht ihr Haus, hier ist der Untermieter. Gehen wir mal rein. Der Graue schon wieder. Hier geht's schon den ganzen Tag zu wie ein Taubenschlag. Keine Männer. So, wer war denn noch da außer uns? Außer Geralt. Wer weiß. Geht's zu wie ein Taubenschlag? Ja, wo ist sie denn? Hier ist da ihr oben. Megaskop. Aha, sie hat sich umgezogen. Schick. Wow. Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint? Ich habe noch Zeit, mich umzuziehen. Ich mag es ja nicht. Du siehst toll aus. So. Hast du alles gekriegt? Wir haben die Maske. Mal fragen, ob sie noch. Hast du noch etwas über Albert erfahren? Nun, kaum ein Magier hat bisher von ihm gehört. Er ist wohl Amateur. Warum dann das Interesse? Erst die Tempelwache, dann die Jäger? Er ist leichte Beute. Und genau deswegen sollten wir ihm helfen. Gut, na gut. Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Also dann, gehen wir? Ein Erfahrungspunkt. Wow, doch so viel. Naja, wir sind vom Level schon wieder eine ganze Ecke drüber. Ja, was soll's? Guten Tag, Herr, Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelbut. Die Einladung, bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelbut im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Gibt's da Kämpfe? Oder nicht? Tja. Das wissen wir natürlich an, wir müssen wohl, ja? Ja, ich schätze wohl. Na schön. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Na, du kannst da auch so es ganz gut hauen. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Hoffentlich kriegst du deine Schwerte auch wieder. Wie konnte er mit dieser dürren Metze? Na, na, nun wein doch nicht. Er ist doch nicht der einzige Mann auf der Welt. Aber er ist ein Baronett. Wo will denn Triss hin? Läuft immer hin und her. Baronett. Wo willst du hin und wo will Triss hin? Hallo Vivian. Nun tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Hä? Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein Neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Ich hau dir gleich eins auf den Sack, du. Na komm jetzt. Nee, komm, ich will jetzt nicht rumschlagen, was soll das? Gehen wir, Triss. Ich will keine Szene. Vivian! Hey! Du hast mir viel besser gefallen, als du in den Kutschen vor der Passiflora gearbeitet hast. Aha. Komm zurück, du Feigling! Was für ein Trottel. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ja. Was für ein Trottel. Na, na. Lass ihn doch stehen. Gut. Fein, fein. Fein, fein, na gut. Aha! Ich bin ein Kraken! Hurra! Oh Mann, ich kann nicht blau. Atmen. Ist der schon besoffen? Hör auf zu jammern. Bring uns lieber Garnelen und eine Trompete. Hast du ein Ziel irgendwie? Ja, ne?
Ja, ne, ich laufe dem Navi hinterher. Ah, dem Navi mal wieder. Ja, das... Es. Na, scheint aber okay zu sein. Was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Nicht reagieren, würde ich sagen. Ja. Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Ganz schön eingebildeter Schlösel, ja. Wer war denn das hier? Wer war das? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähl dir die Geschichte ein andermal. Freund? Das klang nicht wie ein Freund, oder? Nee, es klang eigentlich eher wie so eine Art Konkurrent. Obwohl ich wüsste jetzt nicht. Das Navi sagt, wir sollen da lang, aber hier ist was Gelbes. Schwer hier aber zu finden. Wir gehen erst mal dahin, wo wir hingehen. Die arme Triss muss immer hinterherlaufen, um Schritt zu halten. Die rennt und rennt. Oh, sehen wir uns um. Ach, der ist schlecht. Das Ausrufungszeichen ist sowieso hier. Ein toller Mann. Aber ich bin schon wieder zu spät zum Abschluss. Ja, was ist damit? Herzog Montmartre, weißt du noch? Du meine, seine Töchter ist für ein Monster. Die hatte auch solche Augen. Du hast noch Blut an den Schwertern. Was? Der hat doch gar kein Schwert. Bin schon wieder zu spät. Oh, die Arme. Der hat mir wohl die Klamotten geklaut, ne? Schon wieder eine Nacht mit dieser Hure. Steht dir aber rot ohne Klamotten. Ich meine, das, was sie trägt, ist nicht viel, aber das Wenige. Warum trägst du die nicht an? Ich bin schon wieder zu spät zum Abendessen. Wie lange? Gregor, hast du Derkov gesehen? Vor ein paar Augenblicken? Oh, Verzeihung. Ich dachte, du wärst mein Freund. Der trägt auch so eine Maske. Hm? Ach, General Voorhees? General Voorhees? Gerald von Riva. Dann lag ich doch nicht ganz falsch. Wie immer ein Vergnügen. Das ist... Eine schöne und geheimnisvolle Dame. Sparen wir uns die Formalitäten für später, wenn alle die Masken abnehmen. Das macht doch mehr Spaß, meint ihr nicht? Natürlich, mein Herr. Und jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Ich muss rasch Derkov suchen. Euch einen schönen Abend. Danke, danke. Das ist doch dieser Typ hier, der schon wieder General du, von M hier. Ja. His Majesty. Ich erwarte vorbildliches Verhalten, Strolch. Strolch? Bleib weg. Bleib weg von dem Tisch. Nanu, hallo. Wir spielen Leute Krieg. Ein kühles Lebewohl. Sehr gut. Was ist denn schwer hier, aber... Achso, es geht um das Ausholzeichen. Mach, dass du weiterkommst. Ja, der ist auch. Ein weiterer Herausforderer. Herr Devanon hat seinen Platz am Tisch gerade erst freigegeben. Unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt. Was ist ihm denn passiert? Ein paar gute Männer haben ihn beiseite genommen, damit er sich nicht wehtut. Was? Also spielen wir? Zunächst sollst du gegen Markgraf Wladimir Dekret antreten. Der kann sich das Verlieren leisten. Also dürfte er alles oder nichts spielen. Aha. Na klar. Na gut. Wir können anfangen. Nein, nichts, Coyertel. Hast du 23? Ich habe eine Karte zu viel drin. Ja. Du hast wahrscheinlich eine gekriegt hier. Gucken wir mal, was haben wir hier drin? 6 ist die niedrigste außer den Vierern. Ja, davon ist einer ein Spion. Würde ich natürlich nicht rausnehmen. Ja klar, die Stennis und Dijkstra sind Spione und die blauen Streifen sind Kumpels. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal das drin hier. Wie überlegst du es dir in allem anderen Ja, Meinung? Wir lassen die drin. Ja. Hier eine Karte ist. Du musst halt daran denken, dass du dann eine wieder rausnimmst. Ja. Das
So, du hast einen von der Sorte. Ein Spion. Blaue Fähnchen blaue hast du. Streifen. Streifen. Ist auch nicht schlecht. Küssen ist nicht verkehrt. Da nimmst du ja auch einen Tribok raus oder so. Hm? Ja, nehmen wir mal Detmold raus. Hm. Das scheint der einzige Bogenschütze zu sein. Ja. Dann haben wir da... Markus, ja, Ballista. Toll. Okay, was soll's? Na gut, dann die Ballista ja noch. Na egal. Mal sehen. Keine Ahnung, was wir gekriegt haben. Ja, allzu viele Möglichkeiten haben wir ja gar nicht. Was denn nicht? Das spielt Nilfgaard. Wir gucken mal, ob er mal ein Verbrennen hat. Warum spielt er denn jetzt schon aus? Hm. Muss mich nicht interessieren, oder? Keine Ahnung. Dijkstra. Leg dich dazu. Aha. Ach, das geht immer so schnell. Ich kann was gar nicht lesen, hier, was der er hier macht, ne? Für euch kann es auch nicht sehen. Das ist ja echt blöd. Okay. Ich meine, er kriegt ja immer, glaube ich, auch, wenn er Nilfgaard macht, wenn er, ja, heißt, wenn es Patt ist, dann, dass er auf jeden Fall gewinnt. Ja. So. Warum nicht? Ich passe. Hm. Die Runde schenkt mal eben. Ja, na gut. Wir werden sehen. Ah, ich will ja wissen, ob du verbrennen hast. Schätze ich. Habe ich aber nicht. Nee. Bogenschützen hast du bekommen. Das ist richtig. Naja. So richtig viele gute Karten hast du eigentlich nicht, ja? Ja. Na gut. Ja, das kann nicht viel. Nicht, kann richtig, also nicht viele Sonderkarten irgendwie. Ja, ja. Ja. Schlecht bestückt ist er ja nicht. Nee, die behalten wir noch. Hm. Oh ja. Tja. Ich will noch einen Fähnlein raufpacken, denn er hat mehr als du. Das ist blöd. Ja. Aber es geht jetzt nicht anders. Das geht nicht anders, kann ja. Ich nichts machen. Nee. Da musst du halt auch passen. Ist ja, klar. Ja.
sind wir gespannt, was er noch hat. Ich meine, wenigstens kriegst du als nördliches Königreich immer noch eine Karte, wenn du gewonnen hast. Ja. Aha. Ja, auch. Tja, ich habe leider keinen Spion. Das ist nicht gut. Und damit... Naja. Tja. Bleibt mir erstmal nichts anderes übrig. Santa, also kaputt. Ja, hast du gewonnen, das ist gut. Achso, der muss ja noch einmal. Ach, warum hat der so... Oh, scheiße. Das macht der nicht alle, oder wie? Tja. Wo hatten ja die ganzen Karten alle her? Ja. Oh. Jede Menge. Nee. Da hat er jede Menge Spione. Aber der hatte gute Spione, Mann. Der hatte tolle Karten. Hätte schon was alles erledigt. Ja, die hätte ich auch gern. Aber hat er also, noch eine Runde? Nee, wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit nutzen. Dein nächster Gegner, Graf Gomo Seelig. Sein Vater hat einst den Familiensitz im Nimnatal verloren. Gomo tritt offenbar in seine Fußstapfen. Aber unterschätzt ihn nicht. Verzweifelte können gefährlich sein. Ja. Ja, mehr kommt vermutlich nicht mehr in der Wir können anfangen. Folge. Wir müssen noch zwei Runden spielen. Na gut, das machen wir jetzt durch und dann, genau. Ja. So, Finte ist nicht unbedingt verkehrt. Ja. Na, wir können hissen den Ding hier, den Zünder, ne? Obwohl. Ja. Aber da haben wir wahrscheinlich. Wir haben zwei davon. Aha. Leg mal den Sechser weg. Ja. Mal sehen. Oh nee, nicht meine noch eine Finte, verdammt. Tja. Was soll ich mit zweimal Finte? Es sei denn, er hat so viele Spione, aber das ist unwahrscheinlich. Tja, wir werden sehen. Nee, ich werde die nochmal austauschen. Ah ja. Ach, du spielst Scoia'tael, oje. Hä? Ich spiel doch nicht Scoia'tael. Er spielt Scoia'tael, hab ich gesagt. Ja, dass du nicht Scoia'tael spielst, das weiß ich auch. Ich habe nicht gesehen, dass du dann das gewechselt hättest. Ja, eben. Aber Scoia'tael fangen halt immer an. Diese Nuller ist gar nicht so schlecht, ne? Ja, ist gut, den hätte ich auch gern. Ah! Was machst du denn? Geht nicht. Ach, ist ja eine Heldenkarte, die kann ich mir nicht holen. Mist! Ah ja, und der schnappt den natürlich sofort. Ja, klar. Au, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ja. Hm.
Rosch, du musst mahren. Tja, 5-5. Mach ich denn da? Ach, probieren wir mal den hier. Von wegen, du denkst an Verbrennen. Ja. Verbrennen, ja. Den kannst du dir jetzt aber den holen. Den kann ich mir zurückholen, ja. Ja. Ah. Sind schon härtere Spieler. Die haben auch gute Karten. Na gut, eine gute Karte hast du gekriegt, das sind nicht welche, aber nicht gucken können. Okay. Er passt. Er passt. So. Tja, wir müssen jetzt eigentlich entweder übertreffen. Du hast 3 Zehner. Also ja. Du könntest ihnen einen Zehner davor knallen und dann hast du gewonnen. Ich kann aber auch eine 7 nehmen. Und? Dann hast du auch gewonnen. Kannst du machen. Aber die 7 ist ja eine ganz besondere 7, oder? Ja. Willst du das machen? Nee. Und bei Unentschieden gewinnt er. Als Coyotel? Ach nee, ist Coyotel nicht, ja. Aber wer du gewinnt dann? Du kannst gewinnen. An deiner Stelle würde ich das Spiel gewinnen wollen. Ja. Ja, dann muss ich entweder eine 10 opfern. Oder die verbrennen 7er. Okay. Kannst du deine 7er verbrennen? Achso, die 7er. Das ist ein Verbrenner für die erste Reihe. Ach, das ist ein Verbrenner für die erste Reihe. Die verbrennt die höchste Karte in der gegnerischen Reihe. Das ist ein 4er. Was? Das ist eine 7. Nein, ich meine nur jetzt hier, was er verbrennt dann. Ja, verbrennt nur die, den Spion von mir. Ja. Ein Spion von dir? Ja, hier, da oben liegt doch Kannst du ja nicht einen Spion zurückholen? Nee, nicht von seiner Seite. Ich kann nur Karten von meiner Seite mit, Schweinerei. Mit der Finte zurückholen. Ja gut, mach, was du willst. Ich sag jetzt nichts. Du bist ja derjenige, der es... Auf jeden Fall würde ich das Spiel nicht verlieren wollen. Ich nehme die 10. Ja. Ich werde so oder so bereuen. Und dann passt es. Ja. So, jetzt kriegst du auch immer eine Karte. Noch. Ja. Das ist schon mal gut. Er hat auf jeden Fall eine mehr jetzt. Ja. Na klar, er hat ja 2 vorhin Spione. Schon mehr. Gut, wir fangen an. Womit fangen wir an? Kannst du ja mit dem hier, mit der 6 anfangen oder so, wie du willst. Achso, was macht die denn hier? Die holt sich eine aus dem Ablagestapel. Kannst du ja machen, warum nicht? So, warum nicht? Naja, ich kann auch immer verdoppeln. Das habe ich gehofft. Aha. Deswegen habe ich lieber die 10 geopfert, weil es müssen über 10 an Wert in der gegnerischen Reihe liegen und es wird die höchste verbrannt. Gut. Und die sind alle 3 gleich. Das ist gut. Das habe ich gehofft. Das kann auch ja, ström ruhig weiter. Das stört mich überhaupt nicht.
Gegenteil, ich leg noch einen dazu. Da meint er, ich bin blöd. Ja. Streifen hebe ich mir lieber noch auf. Ja, man, sind ja zuerst das zweite Spiel. Ja, ja. Das muss er unbedingt gewinnen. Ja. Sieht aus, als hätte er keinen Spion mehr. Tja. Was willst du machen? Den zurückholen. Ah ja, du kannst das machen. Er hat aber auch nicht so viele gleiche. Hm? Naja, er hat da oben zwar viele, die er verdoppeln könnte, aber er hat wohl nicht genug, dass er sie verdoppeln kann. Verstehst du, was ich meine? Oder sind das keine Verdoppler? Nö. Was sind das für welche? Die Sechser da oben? Das Zeichen heißt, er kann sie in beide reinlegen. Ah, das ist gut. Er kann sie zu den Nahkämpfern oder zu den Bogenschützen legen. Wusste ich nicht. Na schön. Ja, jetzt habe ich natürlich ein gewisses Problem. Als er wäre? Ich will natürlich nicht zu hoch raus. Ich weiß. Du könntest jetzt dein Ding da reinpacken. Das würde ich auch nicht machen. Ich würde den auch noch nicht reinpacken. Das ist ein Scheiß. Ich könnte den wieder ausspielen. Also, wenn du dieses Spiel, gewinnst, dann hast du ja eigentlich gewonnen. Dann hat der andere keine Chance mehr. Es gibt ja nur drei Spiele. Oder? Ja, das nächste muss ich dann auch noch gewinnen. Ach so, nee. Wenn du zwei Spiele gewonnen hast, hast du gewonnen bei drei Spielen. Ja. Also deswegen. Ja. Mehr haben wir sowieso nicht mehr im Stapel. Ja. Ah. Ah! Mist! Das ist blöd. Wir haben keine Finte mehr. Das war nicht klug. Du kannst ja keinen Fehler erlauben. Ja, passen kann ich nicht. Nein. Das darfst du nicht. Der hat viel zu viele Karten. Eigentlich musst du wirklich auf Teufel komm gewinnen. Oder? Ja, ja, das ist völlig klar. Aber wenn ich jetzt den Regen wegmache, wer weiß, ob der. Ja, nochmal noch was eine, hat. Nochmal einen Regen hat. Ich noch weiß. Nochmal eine Wetterkarte hat. Ja. Nee, dann nehme ich mal den hier. Das würde ich nicht machen, das würde ich mal aufheben. Ah. Na ja, gut, aber die anderen kann er ja nicht untouchen. Nee. Aber hättest du, dass das hier irgendwo verdingst hier, dann hätte er die nämlich alle geklaut. Ich kann nur hoffen, dass er nicht noch mehr von der Sorte hat. Naja. Die Zähne kann er ja nicht kaputt machen eigentlich. Die sind ja unantastbar. Die sind unkaputtbar. Aber die werden auch nicht verdoppelt. Nee, das ist richtig. Naja.
Er holt mächtig auf. Ja. Holt er sich wieder eine Karte? Shit, aber ja, ja. Ja, jetzt muss ich den König nehmen, weil ich die letzte Karte ausspiele, dann kann ich nicht mehr. Ja, ich weiß. Sehen, was er noch hat. Ah, ich hab's befürchtet. Ja. Jetzt bin ich kaputt. Mist. Du hast gewonnen. Oh. Er hatte nicht genug. Ach so. Das war alles, was er noch hatte. Oh. Also, noch eine Runde. Wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit nutzen. Herr Marius Florin. Sein Amulett aus Zeugeknochen lässt ihn angeblich immer gewinnen. Natürlich könnte ich das kommentieren, aber... Na gut. Das ja. war ja Wir jetzt... Wir können anfangen. Eine echte Zitterpartie erster Güte. Kann man wohl laut sagen. Ja, wenn man das zweimal gewonnen hat, ist ja nicht schlecht. Ich meine, wenn ihr jetzt hier nicht gewinnt, dann ist es aber egal. Kann er nicht immer gewinnen. Zwei Fähnchen. Einer davon. Du kannst den Fünfer wieder rausschmeißen. Ja. Du kannst den Fünfer rausschmeißen hier. Ja. Der Drachenjäger. Du kriegst schon wieder dieselben, fast die gleiche, fast die gleichen Karten wie vorher. Aber kein Spion. Ja, jetzt schmeiß ihn raus, der Christian Spion. Man weiß ja nicht. Nein. Belagerungsturm hast du gekriegt. Einen kannst du ja noch rauswerfen. Ja. Was hast du denn jetzt gekriegt? Keine Ahnung. Ich glaube, dieses Ding hier mit dem Kreuz, die Fünfer da. Ja, den Heiler. Das ist ein Monster. Och, nee. Ui. Das spielt auch noch ein Monster. Monster. Oh, weia. Quatsch. Den wollte ich. Aufpassen. Nicht auch noch die falschen Karten ausspielen. Schön aufpassen. Das sollte man doch vermeiden. Aber mit den Karten sehe ich eigentlich keine Chance. Na, das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Jetzt bist du dran. Ja. Nicht an deiner Stelle. Ich weiß es nicht. Ja, die zwei Fünfer verbrennen, das bringt's auch nicht. Nee, das habe ich gerade gedacht. Ja, und einen Zehner zu nehmen jetzt schon. Nee. Kann ich auch nicht machen. Hä? Nee, finde kannst du ja auch nicht. Nee. Warum willst du die Finte nehmen? Für was denn? Hat er ein Spion? Nö. Oder wofür willst du die nehmen? Nee, um die 8 zurückzuholen. Aber nee, die lasse ich jetzt drin. Die lasse ich drin, ich passe jetzt. Ja, ist schade, hättest du gar nicht reinbringen brauchen, die 8. Aber was hättest du sonst rein? Die kann ich mir wiederholen mit meinem Heiler. Na ja, gut. Was macht der denn? Ach, der hat sich auch wieder zurückgeholt. Ja, hätte ich auch. Ja. Hä?
Dann hätte das gepasst. Habe ich jetzt was nicht aufgepasst oder was? Oder wie? Ach so, das ist nur das Spiel. Doch. Ja klar, ist die nächste Runde. Habe ich gar nicht gesehen. Habe ich geträumt. Entschuldigung. Und da will er in die Reihe noch mehr reinpachen. Naja, gut, da gefällt mir der Wille Dingsbums ganz gut. Und da guckt man erstmal, was er damit macht. Da passt er jetzt. Passt, Sausack! Kannst du ja nicht auch nur passen. Ja, jetzt kann ich nur passen, ja. Nein. Blöd ist der nicht. Nee. Ach, danke. Danke, danke. Den kann ich gut gebrauchen. So. Ja, ist ja wurscht. Noch. Ja. Ja, ja. Ach, gut so. Du hast eine Vierer genommen, ja. Ja. Das gefällt mir. Naja, wer weiß, wie viel er von der Sorte hat. Ja, ja, kann natürlich sein, dass er noch mehr hat von der Sorte. Ich wüsste, finde was auch er nicht. Hat. Ja. Ach was, egal, ob er noch eine Trompete hat. Ja, was soll's. Ja, ist die Finte, so eine Krall, die man jetzt, im Grunde freut man sich drüber, wenn man wieder, ne, so Dinger rumhängt. Tja. Spion, aber wenn nicht, dann ist das gar nicht so richtig viel. Das ist scheiße, das gewinnst du nicht. Ja. Das verlierst du jetzt. Und damit habe ich verloren. Naja, du kannst ja noch verdoppeln, aber das ist doch alles. Ja, aber nur die 7. Ja, das ist richtig. Ich hab's befürchtet. Naja, gut, okay, du kannst nicht alle Spiele gewinnen. Ha! Und jetzt holt er dir die auch noch weg. Oh. Das passt deinen Gegner und du warst, bist fertig. Okay, das war's, hast du halt verloren. Das war nicht so schlimm. Man kann nicht immer gewinnen. Tja. Hast aber gut gespielt. Da hat's nicht mehr gereicht. Niederlage. Okay, gut, wir hören jetzt aber auf. Also, noch eine Runde? Wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit nutzen. Herr Marius Florin, sein Amulett aus Zeugeknochen lässt ihn angeblich immer gewinnen. Natürlich könnte ich das kommentieren, aber... Ich fürchte, mit den Karten habe ich keine Chance. Der hatte ja 3 Verbrennen drin. Ja. Ich glaube, wir sagen nein, danke. Du hast ja zweimal gespielt. Nee, danke. So schlimm ist es auch nur. 2 Runden gewonnen, einer ist verloren. Dir ist nicht nach Gewinnen? Ja, schon gut.
sehen. Ja, ja. Ich glaube, du kannst ihn sogar nochmal ansprechen. Guck mal. Könnte sein, ja, er hat ja noch einen Ausrufungszeichen. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt aber wirklich Schluss. Ja, die Folge war lang genug. Und in der nächsten Runde werden wir dann ein bisschen über die Leute mischen und die richtig festhalten. Schon wieder du, Riebischer Raumtreiber. Genau, bis dann. Tschüss.